Leider. Ganz ehrlich, ich würde auch 16 Installations-CDs nehmen, wenn man es wieder mit Hardware technisch hätte. Ja, würde ich auch. Hätte ich nichts gegen, muss ich sagen. Guck mal, früher war es doch auch so. Überleg mal, früher die ganzen alten PC-Boxen, wo du da auch richtig viele CDs und so ein Kram drin hattest, wenn du mehrmals Sachen installieren solltest. Voll gut. PlayStation 1, egal was du tust, nur nicht während des Spiels, was? Nur nicht während des Spiels die Klappe öffnen und dann kam da ein Spiel, mittendrin legen sie CD 2 ein und man dachte so, kann ich jetzt einfach aufmachen? Ja, stimmt. Oh ja, das waren noch Zeiten. Du hast vorhin meinen Deal kritisiert. Bei jeder physischen und Disk der letzten 20 Jahre ist die Frage, wurde gesammelt oder weiterverkauft? Bei einem Verkauf verdienen Devs auch nichts mehr. Hätte den Verkäufer eine eigene Version gekauft, wenn es gebraucht nicht gäbe. Ist ein guter Ansatz. Ja, gebe ich dir recht, wenn ich es jetzt weiterverkaufe. Aber ich rede jetzt von Sammeln, ne? Also wir sind ja Sammler. Weiterverkaufen ist auch wieder so ein Ding, klar, natürlich. Ja. Aber das ist kein Vergleich zum Hintergehen, ne? In dem Sinne. Weil du hintergehst ja absichtlich, um günstiger dran zu kommen. Weißt du, was ich meine? Es gibt doch schon 100 GB auf Disk. Ich denke mal, die forschen weiter, dass es etwas größere Disk angeht. Ja, ich denke auch. Es entwickelt sich ja immer weiter. Vergiss es, Barry. Ich bin wohl verrückt geworden. Weil ein... Ein, Ich wünschte, du wärst es, aber du bist nicht verrückt. Sei vorsichtig. Bleib in der Hütte. Öffne niemandem die Tür. Ich meine das ernst. Und ein, einer, der das Spiel verkauft, hat ja auch quasi so seinen Grund, warum er es verkauft. Klar, der Entwickler verdient dadurch auch nichts, aber durch die Kopie, die er schon verkauft hat, hat er schon was eingenommen. Ne? Klar, logisch. Ja, wie gesagt, da kann man sich lange drüber philosophieren. Das ist ein spannendes Thema. Im letzten Augenblick des Bewusstseins dachte Rusty an Rose. Er war älter als sie. Sie war fast noch ein Teenager. Ja, das stimmt. Doch dank ihr fühlte er sich wieder jung und vergaß das Desaster seiner längst toten Ehe. Er trug den Ring immer noch. Er hatte gewartet, dass sie ihn bat, ihn abzunehmen. Das würde sie nun nie tun. Habe auch keine Vergleiche angeschrieben, sondern nur Aspekte, der nur bei physischen existiert. Ja, das stimmt. Da gebe ich dir recht. Das stimmt. Das völlig legitim. Nee, wie gesagt, jeder kann auch gerne die Meinung haben. Ist ja auch alles völlig in Ordnung. Ne? Jeder kann ja gerne tun und lassen und machen, was er gerne möchte. Wie gesagt, das, was ich sage, mache und tue oder spiele, muss noch lange keinem anderen gefallen. Ist einfach so. Wie gesagt, deswegen. Passt ja irgendwie auch zum Streamtitel, ne? Dieser Stream ist einfach zu normal für dich. Ich bin auch einfach zu normal. Deswegen tauche ich auch niemals oder werde auch niemals in den Twitch-Clips Germanys auftauchen. Denke ich mal. Weil ich einfach zu normal bin. Ich weiß nicht warum, es ist einfach so. Nicht jetzt, dass ich das da anstrebe, ich möchte jetzt da rein oder sonst irgendwas, sondern einfach, ich weiß nicht, es ist einfach, ich bin einfach ein normaler Mensch. Manchmal, wenn ich so andere Streams mir angucke oder Twitch-Clips angucke, dann denke ich mal so, ich bin einfach zu normal, glaube ich. Oder vielleicht bin ich auch einfach zu alt. Hä, waren wir nicht gerade schon hier? Ich bin jetzt wieder hochgelaufen, ne? Ich bin wieder hochgelaufen, ich bin so toll. Sony und Disney stellen zwar die Discs für Europa ein, aber es machen andere Studios. Ja, auch, es gibt ja auch diese, zum Beispiel die Leute, die Indie-Spiele auch auf CD bringen, gibt's ja auch. Ich weiß gar nicht, wie heißen die, zum Beispiel 8-Bit, glaube ich, gibt es eine Firma, die heißt 8-Bit Games oder so, die stellen zum Beispiel auch so Indie-Games auf CD, machen die. Finde ich voll cool, finde ich mega. Wie gesagt, aber es bleibt ja jedem selbst überlassen, was er macht und wie er es kauft. Aber es ging ja im Prinzip jetzt auch nur darum, was ich persönlich meiner Meinung nach schöner fände, wenn es so bleiben würde. Klar, es entwickelt sich alles immer weiter nach vorn. Ne? Man muss ja natürlich nicht stehen bleiben, sondern ne? Klar, es wird alles moderner. Oh, gelber Fleck. Am Ende des Naturlehrpfads. Gelber Fleck hier lang, vielleicht? Oha.
gelber Fleck. Eine Höhle. Oh, ein Gewehr. Eine Schrotflinte. Finderlohn, Trophäe erhalten. Juhu. Sehr schön. Oh, wir haben eine Leuchtpistole auch gefunden. Das finde ich schön. Aber, ja. So, gut. Wir müssen da lang. Wie findet ihr denn das Spiel so bisher? Die es vielleicht nicht kannten oder kennen oder wie auch immer. Wer kennt denn das Spiel überhaupt generell? Mal so in den Chat gefragt. Wer hat's denn früher gespielt? Was? Uff. Lade nach! Bin noch ausgewichen! Nein! Ich bin ausgewichen, Mann! Lade nach! Alter Schwede, Donnerwetter! Puh! Wenn man noch weiter zurückgehen will in der Timeline, dann wäre... Also, habe ich benutzt, ne? Dann wären bestimmt Büchereien und Bibliotheken oder Ruinenmacher Autoren X. Ach so. Ja. Von der Story her und so finde ich es ganz gut. Gefiel mir halt nur die Steuerung nicht. Ja. Ich kenne es nur vom Namen her. Okay. Also auch einige Leutchen, die es auch gar nicht kennen, so wie ich auch. Wie gesagt, ich möchte es einfach nachholen. Weil ich... Ist auch völlig, wie gesagt, an mir vorbeigegangen. Gut, ich muss dazu sagen, ich habe nie mit PlayStation angefangen. Oh, da unten gibt's Muni. Ich habe PlayStation 1 und 2 nie besessen. Immer beim Kumpel gespielt oder so, wenn ich mal zu Besuch war. Meine Zeit war ja, ja, nicht ganz Nintendo Entertainment System. Ich habe, glaube ich, mit dem Super Nintendo angefangen. Nintendo Entertainment hatte ich, glaube ich, nicht gehabt. Super Nintendo war meine erste Konsole. Und dann ging es dann halt weiter. N64, oh, da habe ich so gesuchtet, ne, N64. Das war eine schöne Zeit. Niemand in Bright Falls schien zu wissen, wo Al war. Aber Rose, die Kellnerin im Restaurant, hatte ihn gesehen. Mhm. Nach Barrys Wissen war Al wie vom Erdboden verschluckt, nachdem er das Restaurant verlassen hatte. Rose war die Art Fan, die Al hasste, aber sie wollte wirklich helfen. Außerdem war sie schlau. Wusste viel über das, was in der Stadt vorging, viel über Al, sogar wer Barry war. Barry gefiel sie. Bei Frauen hatten Barry und Al nur selten denselben Geschmack. Mhm. Bei mir war es Sega. Aber da war ich noch ganz klein und dann NES, NES. Ja. Den, ich weiß gar nicht, das Sega Master System kam ja später wie Super Nintendo, ne, oder? Ich glaube, weil das habe ich auch gespielt. Mein erster Kontakt mit Spiele war ja tatsächlich Game Boy. Ich glaube, es war, glaube ich, bei fast jedem so ungefähr, ne? So ähnlich. Oh, jetzt hier steht der Truck wieder. Oh, hier kommt doch wieder irgendwas, oder? Mehrere Gegner. Ich finde gut, dass sie ihm angekündigt werden. Ja, dann N64 und dann kam ja tatsächlich GameCube. Lade nach! GameCube, Wii. Dann hatte ich aber auch, glaube ich, auch schon PlayStation 3. Der hat eine Dings...
Alter! Hat er eine Seite in der Hand gehabt oder habe ich mich da versehen? Wo ist denn noch einer? Ich höre noch. Ist noch nicht ganz clear, ne? Ja, würde ich gerne lesen, aber hier ist glaube ich noch jemand, oder? Der große Alte, dieser außergewöhnliche große Gebirgs war über 200 Jahre alt, als sie 1937 durch einen Blitzschlag gefällt wurde. Legenden der Einheimischen nach reichte sie bis zu den Sternen. Nachdem sie umgestürzt war, maß man ihre Länge auf 66 Meter. Fast ein Weltrekord. Interessant. Und dann gab es ja zwischendurch noch Amiga, hatte ich glaube ich noch gehabt und so. Okay, warte mal, Jungs. Wie wär's hiermit? Geil, ne? Guck, wie viel Licht hier ist. Noch jemand ohne Fahrschein? Vielleicht sollte ich die Flinte mal benutzen. Natürlich hinter mir. Warum denn auch nicht? Lade nach! Bei mir war es, Sega mit 6 Gameboy, mit 10 bin eine Ausnahme, okay. Bei mir war es NES, Super Nintendo, N64, danach PS2 und aus Langeweile PS3 und PS4, ja. Und dann bin ich, glaube ich, bei PlayStation auch hängen geblieben. Zwischendurch noch Wii, die Wii-Konsole noch gehabt und so. Und dann wurde es mit Nintendo immer weniger bei mir. Dann PC ja auch ganz viel und so. Aber dann bin ich irgendwann auf PlayStation 3 hängen geblieben. Richtig viel. War auch eine schöne Zeit. Und dann halt, ja, PlayStation 4. Dann war halt PlayStation 4, 2014 war es um mich geschehen. Okay, wieder kaputt. So. Dumm. Ja, und jetzt sind wir schon in der PlayStation 5-Ära. Also, puh. Ich ging und hatte Angst davor, was der Strahl der Taschenlampe enthüllen mochte. Der Strahl der Taschenlampe. Plötzlich glühte das aufgemalte Symbol einer Fackel auf. Mhm. Dahinter, von einem Felsen verborgen, stand ein ramponierter Metallkoffer. Er war voller Vorräte. Batterien, Leuchtfackeln, Munition. Dinge, die man zum Überleben in der Finsternis braucht. Jemand, der wusste, was ich wusste. Und mehr, hatte das hier gelassen. Ja, guck an. Vielleicht waren wir das auch. In einer anderen Realität. Wie ist das nochmal? Springs? Nee, wie ist das nochmal? Kennt noch einer Twilight? Natürlich. Kennt noch jemand Twilight Zone? Willkommen in der Twilight Zone. Das war da auch so eine verrückte Sendung. Hallo! Bam! Auf einen Streich! Ich mag die Leuchtpistole. Ist ein Traum. Die ist richtig gut. Hua! Ernsthaft? Wo kommst du denn her? So, ich lade die Taschenlampe mal nach. So. Ich würde dieses Kapitel, glaube ich, noch zu Ende spielen wollen. Das geht bestimmt nicht mehr allzu lang, könnte ich mir vorstellen. Ich finde das geil, also wenn es so Story-Spiele gibt, die dann so wie bei dem Spiel hier, wo dann so gezeigt wird, was beim letzten Mal geschah. Finde ich voll cool. War, glaube ich, bei Control auch so, ne? Oder? War das nicht bei Control auch? Ist ja auch von Remedy. Da hoffe ich ja immer noch, dass ein zweiter Teil kommt, ne? Night Springs, genau. Night Springs. Huh?
Ist das so eine Baumscheibe von Dings? Von diesem Baum? Ach krass. 2001. Heftig, ne? Der Baum aus diesem Ring stammte... Der Baum aus diesem Ring stammte, begann 1846 zu wachsen im Jahr, als der Oregon-Kompromiss unterzeichnet wurde. Weitere wichtige Ereignisse. 1853, das Washington-Territorium wurde gebildet. 1878, Gründung der Brightfall Mining Corporation und der Stadt selbst. 1889, Washington tritt Staatenbund bei. 1929 wird beim Waldbrand beschädigt. 1970, die Brightfall Mining Corporation schließt ihre Tore nach einem Vulkanausbruch unter dem Cauldron Lake. 1980 Ausbruch des Mid St. Helens. 1987 wird durch einen Sturm gefällt. Kann ich hier durch? Flupp. Als ob das geht. Als ob das in echt gehen würde. So, ich verabschiede mich für heute. Eine gute Nacht. Gute Nacht, Huneflo. Danke fürs Dasein. Und alle anderen, die jetzt schlafen gehen, danke fürs Dabeisein oder sich verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Wo müssen wir denn hin? Ich muss wieder zurück. Okay. Muss ich doch hier lang? Ich muss da über den Zaun springen. Ich hoffe, wir haben alles. Moin Sand. Okay. Mount Sand. Oh, da. Ein Manuskript. Wir haben bisher alle gefunden, ne? Agent Nightingale wollte nicht in Bright Falls sein. Diese kleinen Gemeinden stießen ihn ab. Er mochte auch die Bäume und den Kaffee nicht. Nun wusste er, dass hinter den Schaufenstern und dem Lächeln das Grauen lauerte. Er wollte nur den Wagen wenden und fahren, bis er einschlief, die Straße aufhörte oder er keinen Schnaps mehr hatte. Aber er hatte etwas zu erledigen. Er musste einen Schriftsteller fangen. Um jeden Preis. So, ab zur Seilbahn. Kontrollpunkt erreicht. Okay. Schön ist es hier. Erstmal Knöpfchen drücken. Duppidu, du, 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 ja, ja. Erinnert mich gerade ein bisschen hier, wenn ich hier so stehe mit der Seilbahn, an Silent Hill. Ah, wie ist es denn nochmal? Homecoming? War es Homecoming? Oder war es Downpour? Ich weiß es gar nicht mehr. Nee, Downpour, glaube ich, war es gewesen. Downpour. Oh, so großartig. Habe ich geliebt. Ich würde ja gerne PlayStation 3 auch streamen wollen. Was? Wer? Was? Warum? Wieso? Weshalb? Oh oh. Nicht gut. Nicht gut. Los, wir müssen uns beeilen. Es kommen noch mehr. Aha. Das ist doch der von dem Dings, ne? Die Taschenlampe ist Kinderkram, Wake. Die Leuchtfackeln halten die Bastarde auf. Das ist der von der Fähre. Halten Sie R1 gedrückt. Leuchtfackel zu benutzen. Natürlich sehe ich sie. Wir müssen hier weg. Warum? Weil es so in der Geschichte steht. Ja, aber... Los jetzt! Ich habe meine Waffe verloren. Oh, ich habe eine Waffe. Sehen Sie nur zu, dass Sie mit dem Licht draufhalten. Oh, Leute. Es dauerte einen Moment, aber dann erkannte ich ihn. Er war auf der Fähre gewesen, mit der ich und alles hergekommen waren. Siehst du? Er hatte sie angestarrt. Er wusste, wie ich hieß. Wir näherten uns Lover's Peak. Das konnte alles kein Zufall sein. Er war der Entführer. Was? Hallo, Swake. Machen Sie schon. Das kann nicht sein. Da oben lief jemand. Müssen wir einfach weitergehen, oder wie ist das?
Dem Entführer folgen. Ja, ich folge. Lass mich in Ruhe. Kannst du die mal erschießen, bitte? Das wäre ganz toll. Öffne mal. Danke. Nein. Sag mal, kann er mal schießen? Mach sie tot. Na also, geht doch. Nur noch die Treppe hoch, Wake. Halten Sie sie mit den Leuchtfackeln aus dem Notfallkasten in Schach, bis die Bretter ab sind. Ich habe nur noch zwei. Was soll das? Her mit der Waffe! Schnauze! Halten Sie sie mir vom Hals! Was? Ich hab nur noch zwei! Da ist nicht gut! Nur noch einen Moment! Verjagen Sie sie! Ich hab die Leuchtfackel in der Hand. Blenden Sie diese Bastarde! Das hält Sie uns. Mach doch schneller, Mann! Ich hab nur noch eine! Das war's. Was mache ich denn jetzt? Oh, Alter. Aua. Was mache ich? Oh, fuck, Alter. Uah. Tschüss, mach die Tür selber auf. Aua. Das ist nicht gut. Ich bin tot. Ich bin sowas von tot. Ich bin sowas von tot. Hä? Alan Wake Remaster. Danke fürs Spielen. So. Nur noch die Treppe hoch, Wake. Halten Sie sie mit den Leuchtfackeln aus dem Notfallkasten. Ich hab nur zwei! Wie soll ich das machen? Keine Chance, Wake. Wie soll ich das denn machen? Was soll das? Her mit der Waffe! Schürze, halten Sie sie mir vom Hals, verdammt! Ja, ich versuch's! Nur noch einen Moment, verjagen Sie sie! Ich geb mir Mühe! Ich mach die Fackel an! Mach die Fackel an! Mann! Mach die scheiß Fackel an! Nur noch einen Moment, ich hab's fast! Okay, es ist offen, Wake. Jetzt oder nicht? Los! Ciao! Seht ihr das? Da muss ich aber los! Jetzt geht das auf einmal so schnell oder was? Puh, ha! Machen Sie sich bereit. Sie sind gleich da. Voll cool, die Stimme ist aus Alien Isolation. Hatte auch einer die Stimme gehabt. Richtig gut. Dieser Glatzi am Anfang. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Axel, glaube ich, hieß der. Axel. Oder Alex. Irgendwie so. Oh nein, bitte nicht. Bitte nicht wieder verkehren. So sieht's aus, Wake. Das letzte Gefecht. Hier sind noch mehr Leuchtfackeln. Machen Sie sich bereit. Da ist gut. Setzen Sie, solange Sie kommen. Her mit der verdammten Waffe, oh, Sie kommen. Wo sollen wir hin? So läuft das hier nicht. Halten Sie sich ans Programm, Wake. Hören Sie! Sie kommen! Wo sollen wir bitte hin? Den Aussichtspunkt verteidigen. Na, das ist ja toll. Aua! Dich. Ja, genau so! Kannst du mal den nehmen da? Also, kommt nur immer weiter. Stirb doch einfach. Stirb. Mach doch, erschieß sie doch, Mann! Schieß sie doch mal, Mann! Geht doch! Und jetzt? Da kommen noch mehr! Ich habe keine Fackel mehr!
Nein, ich habe keine Fackel mehr. Nein, Mann, wie soll ich denn ausweichen? Oh, weich aus, Mann! Alter, da ist ein großer! Alter, ich bin sowas von tot. Das war's. Alter, was? Nein, ich kann ihn nur fallen lassen. Werfen kann ich ihn nicht. Alter. Was zum Teufel? Okay, ich muss mir die Fackeln fürs Ende aufsparen irgendwie. Ich muss mir die irgendwie aufsparen fürs Ende. Oh, geh doch mal aus dem Licht, Mann! Ah, leck mich doch mal. So, erschieße mal. Wieso erschießt er den nicht? Er schießt ihn, Mann! Geht doch. Ich leuchte ihn schon mal an. Oh, hinter uns. Ah, ernsthaft? Batterie schnell nachladen. Ich drück Viereck. Jetzt kommt der Dicke, ne? Zurück, sage ich. Erschieße, Mann. Mann, erschieß doch die hier. Alter! Jetzt habe ich keine Flair mehr, ne? Kannst du mal den erst erschießen hier? Das wäre ganz toll. Geht doch. Mach ihn alle, Mann! Alter! Wir sind fast tot. Ich habe keine Batterie mehr. Oh, Alter. Das war gar nicht so schwer, sagt er. Natürlich. Oh, da ist eine. Warte mal. Nein, da war eine. Okay, es reicht jetzt. Wo haben Sie meine Frau? Da war eine Teekanne. Ich habe alles schon gelesen. Sie sind ein toller Schreiber. Herzlichen Glückwunsch. Sie schaffen mal etwas Glorreiches und Schreckliches, sobald Sie von uns ein bisschen Formulierungshilfe haben. Wovon reden Sie eigentlich? Wo ist Alice? Ich will das ganze Manuskript. Oder sie wird es ganz bitter bereuen. Wenn sie sie anfassen. Upsi. Na, wer hat jetzt den Revolver? Hm? Wir haben den Revolver. Nein, kommen Sie zurück. Ich bringe Sie um, wenn Sie alles was antun. Genau. Haben Sie gehört? Kommen Sie zurück. Das geht aber länger, das Kapitel, wie eins. Er hatte Alice. Und er wollte das Manuskript, da er glaubte, dass es magische Kräfte hätte. Aber ich hatte kein Manuskript für ihn. Aber wir sammeln welche. Bei mehr als nur einem Anlass hatte Alice versucht, mir zu erklären, wie es war, Angst vor der Dunkelheit zu haben. Für sie war die Dunkelheit nicht bloß das Fehlen von Licht, sondern etwas Greifbareres. Sie war etwas, das man anfassen und fühlen konnte. Schlimmer noch, sie besaß einen Verstand. Böswillig und heimtückisch. Für sie veränderten sich die Dinge in der Dunkelheit. Sie wurden zu etwas anderem, etwas Fremdem. Und nichts war mehr sicher oder unschuldig. Ich hatte nie verstanden, was sie meinte. Ich bis jetzt. Ich habe zu früh weggedrückt, Entschuldigung. Bis jetzt wollte er noch sagen. Oh, hier, hier, hier. Aha. Aha. Guck mal an.
Keine Waffe? Oh, eine Flare Gun. Die Flare Gun hätte ich gut gebrauchen können vorhin. Da war ich jetzt ein bisschen angewiesen. Hallo Schneckebiers. Da war ich ein bisschen angewiesen auf den Typen, ne? Da wir so ein bisschen verwundbar waren. Das neue Game soll ja auch tatsächlich ein bisschen Survival-Aspekte drin haben, ne? So ein bisschen wie die alten Horror-Survival-Games. Kann ich runterspringen? Toll. So, wo geht's denn jetzt weiter? Da? Da kommen wir auf den Baum. Ich geh mal gucken. Heilen wir denn jetzt langsam oder nicht? Ja, doch. Ja, da hinten ist wieder jemand. Da liegt noch ein Manuskript. Ist hier noch was? Nur mal gucken. Hier geht's auch weiter. Wo geht's denn hier hin? Ganz schön weitläufig, ne? Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Oh, hier ist noch ein Manuskript. Wie gemein. Einfach im Wald. Oh, nee. Ah! Was? Oh, aua. Ah. Das ist nicht gut. Nicht gut. Toll. Wie gemein ist das denn? Die Manuskripte leuchten auch so. Ich gehe nie wieder im Wald. Nie wieder. Das war ja voll gemein. Manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl... Okay. Manchmal... Das ist aber echt gemein. Manchmal habe ich echt das Gefühl, dass mit der Viereck-Taste drücken, um die Taschenlampe schnell zu laden, geht irgendwie nicht. Ich habe nicht das Gefühl, dass das schneller lädt. Kann mich aber auch irren. Gut, dass die leuchten. So kann ich da nicht reinlaufen. Sagte er. 5 Minuten später. Patsch, 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 patsch. Alter, wie viele liegen? Und überall habe ich das Gefühl, hier liegt ein Manuskript rum, was ich übersehe. Da, Munition oder so. Jo, nehme ich. Da ist Licht in der Hütte. Waren wir da? Da liegt ein Manuskript. Aha. Dling! Seitenweise, Mr. Wake. Ich glaube, wir haben jetzt alle, ne? Nee, fehlen noch 3. Die Klageandrohungen von Wakes Agent waren Sarah egal. Sie ließ Wake ohne Diskussion gehen, weil er etwas an sich hatte, das sie noch nicht einschätzen konnte. Etwas, das sie an ihren Vater erinnerte. Sie glaubte nicht, dass Wake seiner Frau etwas antat. Dann fiel ihr ein, wie er auf Hartman losgegangen war, wie sein Zorn ohne Vorwarnung hervorbrach. Mhm. Aber hat er das jetzt wirklich geschrieben, das alles, oder nicht? Ich bin noch so unsicher. Es durch den Wald schaffen ist natürlich auch eine Mission, ne? Schaffen vor allen Dingen. Was ist, wenn ich es nicht schaffe? Ist dann Spielende? Natürlich. Und auch noch 2 von euch. Oder 3. Habe ich alle? Ich hoffe ja. Also ich muss sagen, die Dings ist schon sehr cool. Und ich düse. Hui. Ich weiß gar nicht. Aua. Lade nach. Puh. Das Ausweichen klappt manchmal semi-gut, manchmal nicht so gut. Ja, irgendwie so ähnlich. Munition! Nein. Wo muss ich hin? Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Muss ich hier lang? Alter, das ist Geräusch.
Natürlich, direkt 3 Stück. Waren das alle? Ich hoffe. Oder ist da noch jemand? Puh, ha, hu, ha. Da läuft doch einer. Da läuft jemand. Muss los! Lade nach! Bam! Voll aus dem Leben geschossen. So. Hab ich doch richtig gehört. Revolvermunition? Da liegt ein Manuskript. Bevor ich jetzt den Generator mache, den Generator, lesen wir erstmal das Manuskript. So. Die Nacht war eine Kette von Katastrophen gewesen. Ich war erschöpft und mein Körper fühlte sich an, als hätte man ihn durchgekaut. Mhm. Die Taschenlampe wog schwer in meiner Hand und jede Bewegung des Abzugs schickte einen Schock durch meinen Arm. Endlich kam ich aus dem Wald und dachte, es würde besser. Da hörte ich die Kettensäge.